Wir sehen jetzt russische Truppen in Ukraine. Wir sehen jetzt mehr russische Aktivitäten in Ukraine, auch in einem neuen Teil des Landes. Und das ist sehr, sehr unglücklich und das ist auch sehr bedrohend für die europäische Sicherheit. Mit welchen Konsequenzen? Ich glaube, mit Verschärfung der Beziehungen mit Russland. Ich glaube, Europa und Russland brauchen einander langfristig. Aber wenn es so weitergeht, wird es immer schwieriger.